So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White 2. Na, es tut mir leid, im letzten Part habe ich wieder vergessen, den Sound aufzunehmen. Diesmal war nicht Camtasia schuld, sondern ich war einfach dann schuld. Aber bitte verzeiht es mir, dass ich es nicht nochmal spielen will. Denn es ist gerade, wie spät ist gerade? 20 vor Mitternacht. Also es ist 23 Uhr 38, um genau zu sein. Ich will noch diesen Part und noch einen aufnehmen, damit ihr dann am morgigen Tag drei Parts habt. Falls ich den letzten nochmal neu aufnehmen hätte müssen, hättet ihr morgen nur zwei Parts gehabt. Von dem her ist es halt für euch auch, sagen wir mal, besser. Jetzt erträgt ihr halt nur meine krächzende, wunderschöne Stimme und habt keinen Ingame-Sound. Aber dafür habt ihr drei Parts. Und ich habe echt keinen Bock, jetzt irgendwie noch viel länger aufzunehmen, denn ich muss morgen noch arbeiten. Ja, ich muss um 6 Uhr aufstehen und dann arbeiten. Von dem her verzeiht es mir doch bitte, wenn ich den letzten Part nicht erneut aufgenommen habe. Außerdem wäre er dann nicht halb so spontan gewesen, wie er es jetzt war. Deswegen nochmal, tut mir leid dafür. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Wenn nicht, dann ja, kann ich auch nichts dafür. Jetzt auf jeden Fall konzentrieren wir uns auf diesen Part. Wir sind hier in Tessera, einer wunderschönen Stadt hier in Tessera City. Wunderschön, wunderschön. Einfach wunderschön, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Professorin und Belle haben jetzt gerade mit mir geredet. Aber es war nichts wirklich Interessantes. Gut, erkunden wir einfach die Stadt ein bisschen. Ihr seht, es ist schon dunkel. Alle wollen schlafen gehen. Die Leute hier in Tessera auch. Aber ich muss sie noch ein bisschen belästigen, denn ja, das gehört halt zu so einem Volkfru dazu. Versteht ihr? Hey Fucker, wieso schreibst du in den Titel Volkfru? Das ist ein Let's Play. Let's Plays sind mit Kommentare. Volkfru sind ohne Kommentare. Fucker, ich weiß alles viel besser als du. Ich bin Schlaumeier. Schreib da oben den Let's Play und nicht Volkfru. Fucker, Fucker, Fucker. Du bist blöd. Ich mag dich nicht. Schreib da hin Let's Play und nicht Volkfru. Hörst du, Fucker? Sonst deabonniere ich dich und mach ganz viele Dislikes. Oh ja, das mach ich, Fucker. Also schreib jetzt oben in den Titel Let's Play und nie wieder Walkthrough. Und weh, du wagst es, noch ein einziges Mal Walkthrough zu schreiben. Denn Walkthroughs sind unkommentiert. Und Let's Plays, also das, was du da gerade machst, die sind kommentiert. Oh ja, ich weiß das, weil ich anerkannter Walkthrough, Let's Play, Playthrough, Gameplay Unterscheider bin. Weißt du, Fucker? Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Gut, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit aussagen wollte. Falls ja, freut es mich. Falls nicht, dann, ja, viel Spaß weiterhin auf der Baumschule, oder? Würde ich mal sagen, nö. Oh, da ist der Curetz. Hey Curetz, was hast du denn zu sagen? Hey Fokka, wie geht's dir so? Oh. Das sind doch diese lästigen Belger da, die uns da schon mal ein bisschen den Strich durch die Quere, durch die Rechnung gemacht haben. Moment mal, woher kennst du uns? Wir haben dich zum ersten Mal gesehen oder etwa nicht? Doch, doch, wir haben dich zum ersten Mal gesehen. Fokka, komm mal mit, wir zeigen ihnen, wer wir sind. Wir sind nämlich Team Fatalo. Sonst können wir sogar mal die Musik genießen. Hey, Moment, ich habe noch immer Psy an erster Stelle. Wieso? Pourquoi habe ich Psy an erster Stelle? Ich verstehe es nicht. Na gut, egal. Dann greife ich schon mal Golbat an, wenn ich schon mal Psy an erster Stelle habe. Oh. Das Gras-Schlänkchen ist doch ziemlich schnell. Aber wir sind auch relativ schnell und können das Golbat bashen, bevor uns die gegnerischen Pokémon angreifen können. Oh, Lichtschild. Da haben wir sogar noch rechtzeitig das Golbat zerstört. Okay. Das hässliche Giftmüll-Pokémon. Ich weiß, Lichtschild ist an, aber Psychokinese sollte trotzdem etwa die Hälfte wegziehen. Ne, eigentlich ein bisschen mehr, würde ich sagen. Bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen, oder? Mal schauen.
Oh. Fast sogar ein One-Hit-KO. Leider nur fast, nicht ganz. Kann man leider nichts machen. Aber nun ja. Vielleicht kann man darüber lachen. Wer weiß, der Preis ist heiß. Und ich rede nur Scheiß. Gut, soll ich das hier mit einem R-Slash? Ja, ich riskiere es einfach mal. Vielleicht reicht das ja gar nicht, um das Müll-Pokémon zu besiegen, aber ja, was soll's. Oh, er greift es auch an. Gut, sehr gut. Zum Glück habe ich R-Slash eingesetzt, denn jetzt kann ich auch dem Sneebel ein bisschen Schaden zufügen, wenn auch nicht besonders viel. Aber, wie heißt das gute Sprichwort? Schokolade schmeckt sowohl warm als auch kalt gut. Ja, so heißt das Sprichwort. Falls ihr es nicht kennt, dann lernt ihr es jetzt kennen. Und ich mache Fotos mit meiner Canon. Und ich schieße mit meiner Canon. Oh mein Gott, bin ich witzig. Puh. Da muss ich gerade selbst über meine Witzlosigkeit lachen, denn die ist so witzlos, dass sie schon wieder witzig ist, falls ihr versteht, was ich meine. Oh, jetzt haben wir dich endlich kennengelernt. Ihr seid ja richtige Quillgeister. Wir hauen mal ab. Ey, bleib mal stehen! Gut, Curetz verfolgt die beiden mal. Soll er ruhig tun. Machen wir absolut nichts aus. Wir sind friedfertige Menschen, die einfach nur Spaß haben wollen. Findet ihr nicht auch, liebe Leute? Falls ja, gebt mir einen Daumen hoch. Falls nein, gebt mir einen Daumen runter. Ich bin Abogeil. Und ich bin, Mr. Schleimtoriel. Haha. Nee, lassen wir das. Oh, ich wollte mein Pokémon heilen. Seht ihr, weil ich so viel Scheiße laber, wollte sie mein Pokémon nicht heilen, aber. Joa. Oh, Moment mal. So. Also habe ich meine Boxen ausgestellt, das ist gut. Wieso das gut ist, keine Ahnung, aber ich habe es mal getan. Auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich alles gesehen in der Stadt. Hier gibt es nicht viel zu sehen, oder? Nö. Also das Wichtigste hier in der Stadt ist dieser Gully. Der führt in die Kanalisation und dort findet ihr den Alligatoren-Professor da aus Spider-Man. Ich weiß zwar leider nicht, wie er heißt, aber ich fand ihn als Kind immer cool. Also nehme ich mal an, dass ich ihn heute noch immer cool finde. Obwohl, ich weiß es nicht. Sag mir, wie finde ich ihn? Eure Meinung ist gefragt. Egal. Ich wollte eigentlich Klops an die erste Stelle machen. Jetzt lassen wir mal Cheng Wang 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 Smiley an der ersten Stelle. Ist ja nicht so tragisch. Der eine hat Level 40, der andere 39. Los, kämpfen! 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 Du wollen kämpfen mit mir? Gut, sie will kämpfen mit mir. Okay. Wir nähern uns Mitternacht zu. Und ich muss die Videos noch rendern. Also, sagen wir mal so, ich bleibe mindestens bis 1 Uhr nachts wach. Und dann kann ich mich endlich mal schlafen legen. Boah. 5 Stunden Schlaf. Ich bin meistens tot nach 5 Stunden Schlaf. Ich brauche mindestens 10 Stunden Schlaf, damit ich überhaupt irgendwie so halbwegs auf die Beine komme. Und dann muss ich noch arbeiten. Also, was ich mir hier zumute, nur für euch. Ich finde, das hat euren größten Respekt verdient. Und an eurer Stelle würde ich mich jetzt in den Himmel loben. Ja, an eurer Stelle würde ich mich abonnieren und nie wieder meine Videos schauen, weil ich mich selbst lobe. Aber was soll's, liebe Leute. Puh, ich bin schon ein bisschen so ein Quälgeist, finde ich nicht. Doch, Fokker, du bist voll langweilig. Geh sterben und komm nie wieder zurück. Kauf dir endlich mal ein richtiges Leben, Fokker. Wie wär's damit? Ja, das wäre ganz hübsch, aber so ein richtiges Leben ist ziemlich teuer. Habt ihr schon mal gesehen, was so ein richtiges Leben wert ist? Das auf dem Schwarzmarkt. Boah, das kann ich mir niemals leisten. Vor allem nicht mit dem Geld, was ich hier mit meinen Videos verdiene. Was, Fokker, du verdienst Videos mit deinem Geld? Dann deabonniere ich dich sofort, du videogeile Sau. Wer Videos mit seinem Geld verdient, den kann ich nicht unterstützen. Egal wie gut die Videos sind. Aber wenn er, egal wie gut das Geld ist. Versteht ihr? Umgekehrt der Psychologie.
Ich wollte gerade sagen dig it. Ich meine, get it? Heute habe ich... Also heute war es witzig, hat mich so ein... eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Und... Ey, what? Ey, wieso ist der doch noch durchgeglitscht? Ich will da gerade eine kleine Anekdote erzählen und da glitscht er einfach durch mich durch. Fieser Kerl. Nee, Anekdote aus meinem Leben. Manche hören es gern, manche nicht. Ist mir egal, ich erzähle es jetzt einfach mal. Und zwar, ich saß so halt im Tram. Wenn ihr nicht wisst, was ein Tram ist eine Straßenbahn. Aber Tram klingt viel cooler als Straßenbahn, denn erstens ist es viel kürzer und zweitens, yo, ich bin im Tram und ich bin in der Street Bahn. Falls ihr versteht, was ich meine. If you know what I mean. Nee, auf jeden Fall, ich sitze so voll gechillt in meinem Tram. In meinem Tram, natürlich, es gehört mir das Tram. Nee, im Tram sitze ich halt. Döckel da halt auf meinem Handy so ein bisschen rum. Lese eure Nachrichten hier auf YouTube und so. Ich bekomme ja immer E-Mails, wenn ihr mir Kommentare und so schreibt. Auf meinem Samsung Galaxy S3, musste mal gesagt sein. auf jeden Fall lese ich da halt meine Nachrichten. Da fragt mich doch so ein netter Kerl auf Englisch, er war wahrscheinlich Engländer, vielleicht auch Amerikaner oder Brite? Ach, Moment, Engländer sind ja Briten. Hohoho. Ne, auf jeden Fall könnte auch Ire oder so gewesen sein. Er könnte auch natürlich Irre gewesen sein, if you know what I mean. Auf jeden Fall war er Englisch sprechend, sagen wir es mal so. Vom Akzent her würde ich ihn eher so... Oh. Wie würde ich ihn einschätzen? Ja, doch, England. Ich würde sagen, er kommt aus England. Auf jeden Fall, scheiß drauf. Auf jeden Fall hat er mich so gefragt, do you speak English? Also natürlich in einem besseren Englisch. Und ich so, yeah, of course, I speak English. I'm a native English speaking person. Und er so, ja, guter Witz. Nee, natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm so gesagt, komm, ich will auch mit meinem schlechten Englisch jetzt nicht irgendwie die Ohren blutig labern. Also sage ich auch einfach auf Deutsch. Vor allem damit auch die nicht Englisch sprechenden unter euch das verstehen. Fragt er mich halt so, sprichst du Englisch? Und ich so, ja, natürlich spreche ich Englisch. Wieso denn auch nicht? Dann fragt er mich, weiß ich, wo das... Oh, ich darf das Hotel nicht sagen, denn sonst wisst ihr... Nee, komm, ich kann es auch sagen. Er fragt mich, ob ich weiß, wo das Hotel Les Trois Rois ist, was übersetzt bedeutet die drei Könige. Das ist so ein Nobelhotel, ich glaube sogar das nobelste Hotel hier in der Stadt. Es ist ein 5-Sterne-S-Hotel, das heißt, es ist noch viel besser als ein 5-Sterne-Hotel. Also viel besser, es ist um ein S besser als ein 5-Sterne-Hotel. Auf jeden Fall ist ja auch egal. Ey, Moment, komm. Eigentlich wollte ich jetzt in die nächste Stadt gehen, beziehungsweise in die nächste Stadt wollte ich erst im nächsten Part machen. Aber wisst ihr was, ich erzähle kurz die Anekdote zu Ende. Wer sie nicht hören will, einfach wegschalten, im nächsten Part geht's weiter. Also, ich sitze da im Tram, er spricht mich so an, fragt mich so, ob ich Englisch sprechen kann. Ich sage, ja, natürlich kann ich Englisch sprechen. Fragt mich so, ob ich weiß, wo das Hotel Les Trois Rois ist. Und dann, als erstes denke ich mir so, du suchst das Hotel Les Trois Rois? Ist wie gesagt so ein Edel-Luxus-Mega-Hotel, edler als das Hilton-Hotel, nur so mal, damit ihr eine Relation habt. Du suchst das Les Trois Rois Hotel, er sah ehrlich gesagt jetzt nicht so edel aus. Okay, er kann natürlich auch so in normalen, so legeren Klamotten herumlaufen und trotzdem irgendwie so ein Bonzer sein. Aber auf jeden Fall war ich schon ein bisschen erstaunt. Schließlich war er auch mit Rucksack unterwegs. Also jetzt kein Vorurteil gegen Leute, die Rucksack haben. Aber auf jeden Fall, ja, also es kam einfach nicht so rüber, als wäre er irgendwie so ein Bonze. Auf jeden Fall war ich dann erstmal verwirrt, weil er Les Trois Rois gesagt hat. Dann habe ich versucht, mit ihm weiter auf Französisch zu reden. Und haben dann so gecheckt, Moment mal, er spricht ja Englisch. Und dann so direkt Switch und dann sage ich so... Oh ja, sie müssen nur bis dahin fahren und dann steigen sie aus, schauen in die Richtung und dann sehen sie das Hotel gleich mal. Und dann sagt er auf Englisch so, danke vielmals. Und wie antworte ich ihm mit nothing for? Ich habe nothing for gesagt. Wieso komme ich auf nothing for? Ihr erinnert doch das mit dem Les Trois Rois, danach war ich verwirrt und habe mit ihm Französisch gesprochen. Genau, da kommt das Französische wieder ins Spiel, denn auf Französisch, im Französischen sagt man ja
wenn einem jemand sagt merci beaucoup oder so, keine Ahnung, danke vielmals, sagt man de rien, wenn man sagen will, du musst mir nicht danken oder gar nicht für oder, ihr versteht schon, was ich meine. Und dann dachte ich so, de rien, im Englischen muss ich auch nothing for, also nothing for, de rien ist das Gleiche. Dabei weiß ich eigentlich, dass es heißt, you are welcome, well, welcome. You are welcome, auf jeden Fall, war das schon ein bisschen eine peinliche Situation und als er dann ausgestiegen ist, habe ich mir so gedacht, was genau hast du vorhin gesagt? Du hast nicht gesagt, nothing for, oder? Dachte ich mir so, was bist du für ein Idiot? Also, was hat sich wohl der Typ dabei gedacht? So irgendwie, einer sagt ihm einfach so nothing for, was irgendwie im Englischen absolut nichts bedeutet. Also in dem Kontext bedeutet das absolut nichts. Auf jeden Fall war das eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer sich das Video bis zum Ende angesehen hat, lasst es mich wissen, wie euch solche Anekdoten gefallen. Wer schon vorher abgeschaltet hat, du bist böse. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich hätte ich die Geschichte auch irgendwie in 5 Sätzen erzählen können, aber ich wollte es ein bisschen ausdehnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. If you know what I mean. Auf jeden Fall war das doch ziemlich peinlich. Zum Glück werde ich den Typen nie wieder sehen. Von dem her, no problem. Aber ich wollte es auch einfach mal gesagt haben, falls ihr meine Videos schaut und die überhaupt versteht, weil eigentlich ist er ja Englisch sprechend. Hey Typ, wie geht's? Kannst mir gerne mal so eine Mille geben, falls du die zu viel hast. Hab nichts dagegen. Auf jeden Fall danke für jeden an jeden, der sich das Video bis jetzt angesehen hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Man sieht sich schönen Tag noch und tschüss, Leute.